Also wir haben uns vor einigen Jahren überlegt, ein Musikprofil einzuführen. Die Hintergründe hinter diesen Überlegungen waren einfach die, dass bekannt ist, dass Menschen auf Musik reagieren, dass die kindliche Entwicklung durch Musizieren gefördert wird. Das Orchester ist so aufgebaut, dass ein Einstieg ab Klasse 5 in den Neigungsklassen möglich ist. Die Schüler suchen sich ein Instrument aus, sie bekommen Instrumentalunterricht von einem Lehrer und haben 2 Stunden in der Woche eine Orchesterprobe. Und ab Klasse 7 dürfen die Schüler dann ins große Orchester eintreten. Ein weiteres und ein ganz wichtiges Ziel, speziell an einer Schule wie an der DSP, dass auch Schüler aus ganz unterschiedlichen sozialen Umfeld, aus deutschen und englischen Zweig, miteinander gemeinsam musizieren können und deswegen auch in Kontakt zueinander bekommen und dadurch die Integration aller Kinder an dieser Schule deutlich verbessert wird. Das bedeutet für uns ganz viel, Teil des Orchesterdesigns, denn man darf in einer großen Gruppe mit Herz und Leidenschaft zusammenspielen und man lernt auch ganz viele Leute aus den anderen Klassen kennenlernen, die man sonst nicht eigentlich kennenlernen würde oder so. Denn wenn man ein Instrument spielt beispielsweise, macht man einen Riesensprung. Man wird plötzlich um einiges besser. Ich freue mich auch, nicht nur weil das Orchester ein super Erlebnis ist, sondern weil man, wenn man Schuluniform hat, dann auch noch so Spezial-T-Shirts kriegt manchmal. Ich freue mich absolut. Absolutes Highlight. Das Orchester begleitet verschiedene Events. Dieses Jahr war es zum Beispiel die Einweihung der neuen Sportgebäude, wo auch die Botschaft anwesend war. Dann haben wir auf dem Großelterntag gespielt. Wir spielen auf der Abschlussfeier der Klasse 12, auf dem Christkindlmarkt. Natürlich darf auch das Oktoberfest nicht fehlen. Wir spielen auf Konzerten, wie zum Beispiel das Weihnachtskonzert. Und ein ganz, ganz besonderes Highlight war dieses Jahr das Abschlusskonzert der Orchesterwoche. Das Orchestertreffen war ein echt tolles Erlebnis. Ich habe es sehr genossen. Ich habe sehr viele Freunde gemacht, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Ich habe mich sehr verbessert. Ich bin jetzt viel besser für Querflöte und ich kann nicht warten auf das nächste. Die Vorbereitung für das Orchestertreffen fanden schon im September 2016 statt. Ich habe mit den Schülern Stücke ausgesucht. Ich habe dann versucht, diese Stücke auch zu finden. Teilweise musste man sogar bis in die USA gehen, um diese Stücke zu bekommen. Danach wurde ein riesengroßes Programm zusammengestellt und das Proben fing an. Dafür wurde das Orchestercamp wieder zum Leben erweckt und wir fuhren im März 3 Tage nach Gutland und haben bis zu 12 Stunden miteinander geprobt. Es war unglaublich schön und die Schüler, die haben ein ganz großes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und die Motivation ist ins Unermessliche gestiegen. Diese große Motivation hatte natürlich auch damit zu tun, dass das diesjährige Orchestertreffen in Pretoria stattfand und die Schulen aus Windhoek, Kapstadt und Johannesburg zu uns zu Besuch kamen. Was uns ganz besonders stolz gemacht hat, war, dass mehr als die Hälfte der Musiker von der DSP stammten. Die Schüler haben eine Woche miteinander geprobt. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt. Es gab sehr viele Lehrer, die mitgeholfen haben und auch Registerproben gemacht haben. Abschluss dieser sensationellen Woche war ein großartiges Konzert in der Johanneskirche, was sicherlich allen noch in ganz, ganz großer Erinnerung bleiben wird. Ich finde an diesem Orchestertreffen so schön, weil es hier überhaupt nicht um Wettbewerb, um Konkurrenz geht, sondern um ein gemeinsames Musizieren, dass man zusammen was versucht zu erreichen und dass es nichts Individuelles ist. Im Orchester zu spielen, einfach viel Spaß zu haben, mit netten Leuten zusammenzuspielen.
Und ich bin jetzt schon seit mehr als 6 Jahren im Orchester, habe unter 3 verschiedenen Dirigenten gespielt. Aber eine Sache hält uns einfach zusammen und das ist die Begeisterung für Musik. Und die ist ansteckend. Mittlerweile ist die Schülerzahl im Orchester auf fast 60 Mitglieder angestiegen. Jeder, der bei uns mitmusizieren möchte und sein Instrument auch gut beherrscht, ist jederzeit eingeladen, die Proben zu besuchen oder auch nur einmal hereinzuschnuppern. Denn eines steht fest: Alleine musizieren ist niemals so schön wie in der Gemeinschaft.